Ja, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1922. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal bei mir in der Küche zu Gast. Ja, normalerweise nehme ich den Podcast woanders auf, aber das hat seinen Grund, auch dass im Hintergrund der Wasserkocher so ein bisschen vor sich hin blubbert. Das hat ebenfalls einen Grund, und zwar folgenden. Ich bin ja immer auf der Suche nach den möglichst besten Produkten für meinen Anwendungsfall. Und dabei hilft mir nicht nur die Stiftung Warentest, sondern es gibt sowas auch auf internationaler Ebene. Habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht. Und zwar heißt das ganze Ding The Sweet Home oder The Wire Cutter. Das ist also eine amerikanische Webseite, die der New York Times gehört. Und die küren immer das beste Produkt eines Faches. Und unter anderem könnt ihr da nachschauen, was ist die beste Matratze zum Schlafen für die meisten Leute. Das ist immer so deren Claim, ne? The best mattress for most people beispielsweise heißt das dann. Und die angeblich weltbeste Thermos-Trinkflasche, die habe ich auch da entdeckt. Und zwar hört sie auf den schönen Namen Suji Ruji und kommt aus Japan. Die habe ich mir also schon vor circa einem Jahr gekauft. Die Suji Ruji ist eine Trinkflasche, die absolut wasserdicht ist. Die kann man also auch kopfüber neben seinen Laptop in die Laptoptasche schmeißen. Und sie hält ewig warm. Ist eine Isolierkanne mit einem echten Vakuum in einem Metallbehälter und mit einem Handdruck bedienbar. Man nimmt also die Flasche, drückt auf den Knopf. Dann springt der Deckel auf und dann hat sie direkt auch eine Ausgussöffnung, die man an den Mund setzen kann. Dann trinkt man daraus und kann sie mit einer Hand wieder verschließen und zum Beispiel in den Getränkehalter des Autos tun. Jetzt habe ich vor nicht allzu langer Zeit eine Werbung gesehen. Da verspricht eine andere Flasche exakt das Gleiche. Sie hört auf den schönen Namen Flask und kommt in einer echt schönen Verpackung daher. Schöner als die Suji Ruji, so viel kann man schon mal sagen. Es ist also eine Tube-Box, eine zylindrische Pappverpackung im skandinavischen Design. Sieht echt edel aus. Und ich habe an die Firma, die diese Flasche produziert, geschrieben und habe gesagt, ich würde die gerne im Rahmen meines Podcasts mal testen und habe dann diese Flasche hier auch zur Verfügung gestellt bekommen. Die Flasche ist im Gegensatz zu meinem anderen Testprodukt sozusagen in Edelstahl. Die Suji Ruji ist in Schwarz und das ist auch ihr größter Nachteil. Sie ist dadurch nicht Geschirrspülmaschinen geeignet. Man muss sie also wirklich von Hand spülen. Ist jetzt nicht die allergrößte Katastrophe, aber eine deutliche Komforteinschränkung. So, ich habe mir extra das aufgehoben bis jetzt. Ich mache jetzt mal diese schöne Pappverpackung auf. Da gibt es jetzt natürlich nicht so viel zu hören, mehr zu sehen. Und zum Vorschein kommt, nochmal in einer Folie verpackt, Gott sei Dank nicht verklebt, eine wunderschöne, stylisch würde man es vielleicht nennen, aber das trifft es nicht ganz. Es ist dieses zurückgenommene skandinavische Design. Man sieht genau, was es tut. Es ist eine Flasche. Und zu öffnen ist sie, also sie ist nicht gefärbt, sie ist komplett in Edelstahl, nur mit dem Flask-Logo bedruckt, FLSK abgekürzt. Der Verschluss ist zum Schrauben und da liegt noch irgendwas drin. Moment. Auch so ein kleines Tütchen mit diesem Trocknungsgel und ein Ersatzdichtungsring. Das ist echt super. So, jetzt stehen sie beide neben mir. Zum einen die Flask und die Suji Ruji, und damit ich noch eine dritte unabhängige Instanz habe, sozusagen, habe ich noch eine ganz gewöhnliche Thermoskanne der Firma Tupperware dazu zum Testen. Und ich habe im Wasserkocher Wasser gekocht. Die Suji Ruji, die Flask verspricht, dass sie Sachen 18 Stunden lang warm hält und 24 Stunden lang kalt hält. Ich denke mal, mit dem Kalthalten, das ist zwar eine feine Sache, aber ich möchte es damit eigentlich nicht testen, sondern, weil es schneller geht, 18 Stunden lang die Sachen warm halten. Ich nehme also jetzt hier mein kochendes Wasser aus dem Wasserkocher. Ich drücke nochmal drauf, dass es nochmal ganz kurz aufkocht. Ich habe 1,5 Liter Wasser gekocht. Die Flask, die fasst also circa 1,5 Liter. Die gibt es allerdings in 3 Größen. Und da sie aus Edelstahl ist, ist sie auch absolut geschmacksneutral. Egal, ob ihr darin ein Bier, eine Suppe, einen Tee oder einen Kaffee
beispielsweise aufbewahrt. Das ist alles möglich und man kann sie, zumindest die Variante, die komplett aus Edelstahl ist, auch in den Geschirrspüler reinpacken. So, jetzt habe ich das Wasser nochmal aufgekocht und gieße das ein, einmal in die Flask. Ich mache sie extra bis ganz zum Rand voll. Dann kommt das kochende Wasser in die Sushi-Rushi. Die hat eine etwas größere Einfüllöffnung. Man kann ein bisschen bequemer schütten, aber das ist natürlich kein sehr entscheidendes Kriterium. Und dann kommt die Tupperware-Thermoskanne auch noch dran. So, jetzt sind alle drei Kannen gefüllt. Ich lasse den Deckel noch ein Momentchen unten, weil ich habe mir extra ein Kochthermometer gekauft, um jetzt nochmal die Temperatur zu überprüfen. Ich halte es einmal in die Flask hinein, so ungefähr bis zur Hälfte. Das Wasser hat 95 Grad Celsius. Wupp, einmal raus. Temperatur sinkt gleich wieder auf 70, 60. Jetzt halte ich es in die Sushi-Rushi. Beschlägt ein bisschen das Glas. Jawohl. Da hat es 97 Grad. Und ich halte es in die Tupperware-Kanne. So, also es liegt sehr dicht beieinander. Ich habe die Flaschen zuvor alle bei Raumtemperatur aufbewahrt, auch nebeneinander. Und jetzt verschließe ich sie. So, die Flask ist zu, lässt sich gut zuschrauben. Die Sushi-Rushi, die kann man auch zuschrauben. Die hat nicht nur diesen Klickverschluss, damit man schnell draus trinken kann, sondern den kann man komplett abschrauben. Und die Tupperware-Kanne. Und wo kann eigentlich eine Thermoskanne am besten beweisen, was sie kann? Richtig, ich packe die drei Dinge jetzt um. Jetzt haben wir es 17.25 Uhr. Diese drei Flaschen kommen alle nebeneinander ins gleiche Fach in den Kühlschrank hinein. Hätte ich zuvor vielleicht einen Probelauf machen sollen. Es passten natürlich die Flask und die Sushi-Rushi wunderbar in die Kühlschrank-Innentür. Die Tupperware-Kerne, das ist eine typische Thermoskanne mit einem Glas-Innenbehälter, mit einem Vakuum. Die habe ich jetzt legen müssen, weil die passt nicht in die Tür hinein, weil da ist es einfach zu flach. Aber das bleibt jetzt im Kühlschrank. Und ich werde in wenigen Stunden schon mal ein Zwischenergebnis abnehmen und dann in 24 Stunden den Rest nachmessen. Das war's für den Moment. Ich bin dann demnächst wieder hier. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.